Heute zu einer Special Edition von Frage und Antwort bin ich hier bei Siegel Guitars in Kaiserslautern. Und ja, weiter damit geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zurück. Ich bin hier bei Siegel Guitars beim Bastian Kannbach und wir haben hier Special Edition von Frage und Antwort und sind heute bei dem Thema Hölzer angelangt. Wir hatten eben schon eine Frage, wo das Holz herkommt. Das kannst du in der letzten Folge sehen. Und jetzt haben wir noch ganz viele andere Fragen zum Thema Holz. Jetzt erstmal, nebenbei, ich glaube, eine Frage ist sogar hier drin, die genau die ist, die ich auch stellen wollte. Ich suche hier mal kurz ein bisschen. So, das ist die Frage. Genau die hätte ich jetzt auch gestellt. Patrick G. fragt, G. Punkt, fragt, wie groß ist der Einfluss des Holzes auf den Klang einer Gitarre im Vergleich zu guten Pickups oder Mechaniken? Immerhin gibt es auch Instrumente aus Epoxidharz, Blech. Selbst aus Gefängnistüren wurden schon Instrumente, wenn wir hier aufklappen, hergestellt. Was ist wichtiger, gutes Holz oder hochwertige andere Komponenten? Was empfiehlt ein Gitarrenbauer, was man beim Gebrauch kann? Das ist, kommt später. Okay. Wenn ich eine Zahl nennen sollte, wäre vielleicht so der Einfluss von Holz 20-30%, würde ich schätzen etwa. Dabei kommt es eben darauf an, dass vor allem die Materialeigenschaften vom Holz einfach gut sind. Das heißt, dass die Trockenheit gegeben ist, dass die Holzfeuchte im korrekten Bereich liegt, dass da einfach nichts mehr quillt, schwindet oder sich verwerfen kann. Und dass eben auch so die Holzauswahl entsprechend der Funktion getroffen wird. Tatsächlich ist es aber so, wenn eine Gitarre dann ordentlich gebaut ist, dann ist eigentlich so die Konstruktionsweise, sprich die Hals-Korpus-Verbindung, ist es ein Z-Neck, ist es ein geschraubter Hals, passt die Halstasche gut, ist die Passung ordentlich, ist das Griffbrett sauber verschafft, ist es ordentlich aufgeleimt, sitzen die Bünde gut, hast du eine richtig gute Hardware drin, ist in der Regel eigentlich so von größerem Einfluss dann auf den Gesamtklang, würde ich sagen. Es ist so dieser Grundklang, also das Timbre, das so die Klangfarbe von der Gitarre hat, das legt eigentlich das Holz fest und der Rest kommt dann eigentlich eher über Konstruktion und Hardware. Ja, also das verstärkt im Prinzip den Grundcharakter, also die Pickups. Genau, ja. Also ich muss mir halt überlegen, so, okay, in welche Klangrichtung will ich denn gehen. Das legt quasi so das Fundament eigentlich für alles, was darauf gebaut wird. Das, wenn ich eine Heavy-Metal-Gitarre baue, dann will ich eine andere Holzauswahl treffen, als wenn ich jetzt eine Jazz-Gitarre baue. Also wie gesagt, das ist einfach so das gute Fundament, auf dem dann alles andere aufbaut, eben wie so ein Haus und die Holzauswahl ist eigentlich das Fundament. Würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand kommt, der will eine Bluesgitarre gebaut haben und spielt so ganz leicht angezerrt nur und ein anderer möchte sich eine Gitarre bauen lassen für reinen, krassen, auf die Fresse Heavy Metal, dass bei der Bluesgitarre das Holz wichtiger ist als bei der Metal-Gitarre? Per se nicht. Also es kommt immer drauf an, wenn es bei der Metal-Gitarre, wenn der Kunde gerne irgendwelche aktive Pickups, EMG und Co. drin haben will, ist es wieder so ein bisschen zweitrangig, welche Weise man nimmt. Generell ist es aber nie unwichtig, welches Holz man nimmt. Also völlig egal, ob ich jetzt eine Heavy-Metal-Gitarre baue oder ob ich eine Blues-Gitarre oder ob ich eine Allround-Gitarre baue. Es ist immer eigentlich so mit die erste Frage, was braucht der Kunde, welchen Klang möchte er haben und danach mache ich die Holzauswahl und danach alles andere. Also ich werde niemals irgendwie sagen, es wäre bei der einen Gitarre wichtiger als bei der anderen Gitarre, weil es immer wichtig ist. Also bei Akustikgitarre noch viel mehr als bei E-Gitarre natürlich. Aber wie gesagt, es bildet einfach immer so das Fundament von jeder Gitarre. Also da möchte ich noch was dazu fügen. Und zwar, was immer vergessen wird, man sollte zwei Sachen beachten. Und zwar, wie klingt es? Ich sage jetzt einfach mal aufgenommen oder über die PA für einen Zuhörer. Und das andere ist, wenn du die Gitarre spielst, ist es viel wichtiger, wie sie sich anfühlt. Und wenn du mit dem Plektrum einen Ton spielst und die Gitarre reagiert, dieses Gefühl, das kriegt der Zuhörer überhaupt nicht mit. Aber natürlich hat es Einfluss auf den Klang, weil es Einfluss auf dein Spielgefühl hat. Ja. Ja? Und das vergessen Leute, das kannst du niemals in so einem A-B-YouTube-Video. Kannst du das nicht rüberbringen? Ich muss das nur sagen, weil ich habe letztens ein Video gesehen, wo sie eine Gitarre gebaut haben aus chinesischen Instant-Nudeln. Ja. Haben da irgendwie so, hast du es wahrscheinlich gesehen, ne? Haben so Harz drauf gemacht, das alles ausgeschnitten und die Gitarre gespielt. Ich meine, ich bild mir ein, gehört zu haben, dass die sehr flach und spitz klang, aber das ist meistens
eher hier oben drin, weil das kannst du natürlich mit EQ und wenn du so ein krasses Teil wie zum Beispiel ein XFX 3 hast, kannst du alles Mögliche da rausholen und mit einem Match EQ verändern. Nur ich will nicht wissen, wie sich diese Gitarre anfühlt, weil im Prinzip spielst du eine Klebstoffgitarre. Ja, also das besteht ja fast nur aus Epoxidharz, das Zeug. Und eben. Epoxidharz ist extrem dicht und hart, ist im Prinzip wirklich wie Plexiglas oder so. Dass das halt höhenreich klingt ohne Ende, ist eigentlich, ja, liegt in der Natur der Sachen. Ist ja eh gerade so ein großer Trend, irgendwie aus allem möglichen Zeug Gitarren zu bauen. Insbesondere diese Epoxidharz kriege ich, glaube ich, alle Woche irgendwie vom Kunden dann so einen Link geschickt mit einer neuen Gitarre, die jetzt was weiß ich was, irgendwelche iPhones, glaube ich, war das letzte, was ich gesehen habe, dann eingegossen werden und so Zeug. Kann man sich drüber streiten. Ich meine, klar klingt das irgendwie halbwegs nach einer Gitarre, aber ob es jetzt unbedingt das ist, was man braucht. Ja. Na ja, gut, wir fix it in the post, sag ich da immer. Ja, genau. Gucken wir bei, dem nächsten, da war noch irgendwas mit Holz. Das ist nicht Holz, aber es ist eine ähnliche Frage. Und die finde ich sehr interessant, da bin ich jetzt echt gespannt. Wie wirkt sich ein Pickguard, zum Beispiel bei einer Strat, auf den Klang bzw. die Schwingung etc. aus? Die Meinungen im Internet gehen hier mal wieder auseinander. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr E-Gitarren baut. Ja, okay, das war für dich. Ja, du baust vor allem E-Gitarren, aber auch Western-Gitarren und Jazz-Gitarren. Nur gut, nebenbei. Also, Pickguard bei der Strat, wie groß ist der Einfluss auf den Klang? Es hat keine nächste Frage. Weil ich habe nämlich auch gedacht, dass eine Strat immer einen Pickguard braucht, damit sie diesen hohen Plastik-Sound kriegt. Aber wahrscheinlich ist es okay. Unsinn. Also ehrlich gesagt habe ich noch nie den AB-Vergleich gemacht, wie verschiedene Pickguard-Materialien klingen. Müsste ich vielleicht einen Kunden von mir fragen, ich habe gerade kürzlich eine gebaut mit wechselbaren Pickguards. Es sind welche aus Holz, aus verschiedenen Kunststoffen, eins aus Metall, glaube ich, noch dabei. Ich müsste mal fragen, aber er hört normalerweise das Gras wachsen und er hat mir noch kein Feedback gegeben, dass er verschiedene Sounds daraus kriegt, indem er jetzt das Pickguard ändert. Insofern mache ich da mal ein Fragezeichen dahinter. Aber ich würde sagen, so rein aus physikalischer Sicht ist es der Gitarre egal, ob es jetzt ein Bakelit-Pickguard ist, ob es jetzt ein einlagiges, dreilagiges Pickguard ist. Gut, aber ich habe auch schon gehört, dass es Leute gibt, die hören, ob jetzt die Pickups mit Federn oder mit solchen kleinen Silikonschläuchen aufgehängt sind. Soll es alles geben, aber ich glaube, das sind wir viel im Bereich der Psychoakustik. Also, Also mir ging es vor allem darum, Pickguard versus kein Pickguard. Ach so. Gut, also da ist tatsächlich ein kleiner Unterschied, ob die Pickups eben direkt mit dem Holz verschraubt sind oder ob sie im Rahmen drin hängen. Einfach so, weil die Resonanzen von dem Korpus sich direkter auf die Pickups übertragen, wenn die direkt verschraubt sind im Korpus. Werden die halt eben so ein bisschen mehr gefärbt von dem Klang der Gitarre. Als wenn die eben in diesem Rahmen hängen, sie ja bloß im Prinzip an zwei Schrauben drin und sind relativ gedämpft insgesamt. Das heißt, sie geben eigentlich nur die Schwingung der Saiten wieder. Und da hat man nochmal so ein kleines bisschen ein anderes Klangverhalten. Weil den Eindruck habe ich nämlich tatsächlich, wobei, ich sage immer so, wenn man irgendwie sowas vermutet, ja, was schon sehr im Promillebereich liegt, sollte man das immer mit einem Blindtest testen. Im besten Fall, ja. Ja, also hast einen Kumpel, der hat eine Strat, also eine Strat-artige Gitarre mit Pickguard und du hast einen, der hat eine ohne Pickguard. Einfach mal, beide Gitarren kennst du nicht, einfach mal bestellen und dann sagen, ist die jetzt mit oder ist die ohne Pickguard. Ne? Mhm. Sonst musst du dir einen Samthandschuh anziehen oder so, damit du es nicht merkst vom Feeling her. Ja. Sowas wirkt Wunder. Ich habe da schon AB-Tests gemacht, Blindtests, wo ich aus allen Wolken gefallen bin. Eine 2.500 € Akustikgitarre gegen eine 300 € Gitarre und ich konnte es nicht sagen. Also bevor man da irgendwelchen Glauben, und das sind nichts weiter als Glaubensrichtungen hinterherhängt, sollte man immer sowas wirklich konkret testen. Das ist genau wie Tube Amp gegen Modeling. Ob man das wirklich hört, kann man nur sagen, was man blind getestet hat. Oder fühlt, was wir eben auch schon hatten. Okay, also das war das Thema Pickguard. Und dann gehen wir mal weiter. Welches Holz hat den besten Klang? Gut, das hatten wir eben schon. Welche Gitarre klingt am besten? Das ist genau. Unmöglich zu beantworten. Also das kommt immer darauf an, was du möchtest. Ne? So ist es. Ja. Ich glaube, bei der Les Paul hat man so Mahagoni und das klingt gut. Und bei der Strat hat man Erle. Meistens Erle oder Sumpfesche. Ja. Und das klingt auch gut. Wie klingt eine Strat mit Mahagoni und wie klingt eine Les Paul mit Erle? Haben bestimmt schon einige Leute ausprobiert. Ja.
Es klingt alles ordentlich. Es haben sich halt so gewisse Standards eben durchgesetzt, weil man hat ja so diese großen Klassiker im E-Gitarrenbau von Fender und Gibson immer so im Kopf und im Ohr. Und da haben sich so gewisse Holzkombinationen einfach bewährt, um genau diesen Klang eben zu erzielen. Und letzten Endes kann man nie sagen, das Holz klingt am besten, sondern es gibt halt so viele Hölzer, die fachgerecht kombiniert einfach toll klingen und vielleicht auch mal ein bisschen ungewöhnlicher klingen, nicht nach der typischen Tele, Strat, Les Paul oder sonst irgendwas, was man schon tausendmal gehört hat. Also ich hab da ein Beispiel, das ist von einem anderen Gitarrenbauer, den wir alle kennen, dessen Namen nie wieder auf diesem Kanal genannt wird. Ein Kunde wollte unbedingt eine Gitarre aus Ebenholz haben. Komplett aus Ebenholz. Wow. Genau. Und genau so hat der andere Gitarrenbauer auch reagiert. Er hat gesagt, ich würde vielleicht den Hals aus Ebenholz machen und das Griffbrett, aber nicht den Korpus. Das ist erstens wird es viel zu schwer und zweitens, das kann nicht eigentlich nicht wirklich klingen, weil das viel zu hart ist. Ja. Blablabla, jedenfalls der Kunde, ich will aber eine Gitarre aus Ebenholz. Und dann hat er gesagt, okay, dann kriegst du halt eine Gitarre aus Ebenholz. Ich habe die gespielt. Und ganz ehrlich, ist eine der geilsten Gitarren, die ich hier gespielt habe. Du wirst sie jetzt zwar niemals um den Hals hängen. Nee, die war wirklich super schwer. 6 Kilo oder sowas. Ja. Ja. Aber die klang richtig geil. Die hat gesungen. Okay. Ich konnte es selber nicht glauben. Der Gitarrenbauer konnte es nicht glauben. Und der Kunde hat halt gesagt, ja, genau so ist sie, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Sowas gibt es auch. Es gibt es aber auch in die andere Richtung, dass Hölzer, die eigentlich zusammen klingen müssten. Mhm. Und da kommen wir jetzt langsam zu den Fragen, die mich interessieren. Wie sehr kannst du voraussehen, wenn du eine Gitarre baust? Wenn ein Kunde kommt zu dir und will eine vernünftige Gitarre gebaut haben. Also eine vernünftige Gitarre meint jetzt in dem Sinne nicht alles aus Ebenholz. Nur so als Beispiel. Ja, also so eine altbewährte Holzkonstruktion und er hätte gerne eine Strat und er hat mit Sicherheit ein bestimmtes Bild von diesem Klang in seinem Ohr. Wie kannst du sicherstellen, wie kannst du das so machen, dass du möglichst nah an dieses Bild des Kunden im Kopf herankommst? Ja, also vor allem geht es dann erstmal über sehr, sehr lange Beratungsgespräche und dass wir uns einfach unterhalten und Vorstellungen des Kunden überhaupt mal erörtern. Und darum geht es halt in der Hauptsache. Also viele Kunden sind da sehr kommunikationsfreudig und können das eben sehr gut in Worte fassen, was sie gerne hätten und was sie gerne brauchen. Manche können das halt weniger gut und müssen vielleicht vor Ort dann irgendwie mal Sachen ausprobieren, Gitarren in die Hand nehmen. Genau, deswegen hängen hier ja auch, genau. Wie viel, 8 Gitarren oder so, genau. Die eigentlich ständig hier sind, ne, zum Ausprobieren. Dass man so ein paar Vorführgitarren einfach da hat, um halt wirklich rauszufinden, was braucht der Kunde, das ist so das A und O. Und daraufhin können wir dann eben ein Konzept erstellen. Wenn ich mir ziemlich sicher bin oder dem Kunde sich auch sicher ist, was er denn braucht, was er für Klangvorstellungen hat, und können dann auf der Basis eben anfangen, die Hölzer auszuwählen, beziehungsweise geht es auch immer Hand in Hand dann mit der Auswahl der Elektronik, der Hardware, um dann eben alles optimal aufeinander abzustimmen. Und das heißt, eigentlich kann ich mittlerweile das sehr, sehr gut einschätzen, welche Hölzer in Kombination mit bestimmter Hardware und Elektronik wie klingen und dann eben das, was der Kunde sich vorgestellt hat, was seine Ansprüche sind an seinen Sound und dann entsprechend auch umzusetzen. Hörst du dir auch manchmal dann die Band von dem Kunden an oder auf CD oder so? Klar, gerne. Mhm. Ich kriege dann auch viel Feedback, dann, wo ich immer Soundfiles geschickt kriege oder vielleicht mal ein YouTube-Video mit einem Auftritt von der Band, von der Gitarre. Bin ich immer dankbar dafür, für solche Feedbacks, weil dadurch lerne ich halt auch am meisten noch dazu. Weil das ist halt immer ein andauernder Prozess. Also je mehr Informationen du hast, desto besser ist es. Definitiv, klar. Ja. Ich nehme an, am besten ist es, der Kunde hat schon eine Gitarre, die er eigentlich mag, aber der sagt, das gefällt mir nicht. Genau. So. Und das hätte ich gern ein bisschen mehr so. Das ist auch fast immer meine erste Frage. Ja. Genau. So, welche Gitarre hast du? Was stört dich da dran? Was brauchst du noch? Was können wir ändern? Im Endeffekt hat er ja schon ein Instrument, mit dem er arbeiten kann, aber er geht zum Gitarrenbauer, weil ja irgendwas fehlt. Und das ist ja meistens das, man geht zum Gitarrenbauer, weil man irgendwas von der Stange nicht kriegt. Sonst könnte ich ja auch in den nächsten Musikladen gehen, könnte sagen, hier sind 3000 Euro, was hast du denn da? Aber letzten Endes ist es ja genau dieses Individuelle, was eben ein Gitarrenbauer umsetzen kann, was ein Musikladen nicht kann. Ja. Dass ich dann eben erstmal frage, was fehlt dir, was brauchst du, wie können wir das umsetzen? Nicht nur optisch, sondern vielleicht auch klanglich oder von der Ausstattung, von besonderen Elektronik etc. pp.
Und ja, dann ist eben wichtig, dass man ein stimmiges Gesamtkonzept eben erarbeitet, wo alles ineinander greift, wo eben eine solide Basis da ist, wo das einfach passt und wo sich der Kunde einfach direkt mit dem ersten Akkord wohlfühlt. So, ist wie bei einer Hose, die du anziehst und passt. Ja. Also soll eine Gitarre sein. Ja, super. Dann würde ich sagen, den Rest von der Diskussion, weil da gibt es noch ganz viel zu sagen, glaube ich, verlagern wir in das letzte von den drei Videos und sagen jetzt schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.